Herr Oberbürgermeister, was plant die Stadt Ingolstadt derzeit, um dem Ziel einer fahrradfreundlichen Stadt noch näher zu kommen? Gestern hatten wir eine Hauptbereisung der AGFK, das ist der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune. Und die AGFK hat sich unser Straßennetz, unser Fahrradnetz und die vielfältigen Angebote rund ums Rad sehr genau angeschaut. Wichtig war, dass sie einzelne Elemente auch herausgegriffen haben und besonders genau hingeschaut haben und festgestellt haben, dass die Stadt Ingolstadt wirklich hervorragend aufgestellt ist. Für mich ist wichtig, dass uns gesagt worden ist, wenn wir noch ein, zwei kleinere Dinge umsetzen, dann werden wir im November diesen Jahres auch als fahrradfreundliche Kommune zertifiziert. Diese zwei Dinge sind zum einen die Frage, ob es bei allen gemeinsamen Rad- und Fußwegen, also dort, wo Fahrradfahrer und auch die Fußgänger gemeinsam gehen dürfen, immer einen Benutzungszwang dieses gemeinsamen Rad- und Fußweges geben muss, oder ob man nicht einfach sagen kann, so wie die bundesdeutsche Regelung es auch vorsieht, dass der Fahrradfahrer dann wählen kann, ob er nicht auch auf der Straße fahren kann. Das müssen wir uns natürlich genau anschauen. Das wird nicht an jedem Punkt möglich sein, aber dort, wo es möglich ist, ist es auch eine Frage der Bürokratievereinfachung. Das zweite große Thema war, dass man sich überlegen soll, ob man nicht vermehrt auch in Einbahnstraßen den Gegenverkehr durch das Rad erlauben soll. Denn viele Einbahnstraßen sind dafür auch ausgestattet, sie sind entsprechend breit und man könnte deswegen auch die Fahrradfahrer in entgegenkommender Richtung fahren lassen. Das Ganze, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, darf natürlich nur geöffnet werden, wenn kein Risiko für den Fahrradfahrer bzw. für den Autofahrer dadurch entstehen. Deswegen muss man sich es genauer anschauen. Und das dritte große Thema war, dass wir den Model Split festlegen sollen. Der Model Split ist eine Analyse, wie viele Ingolstädter Fahrrad fahren, wie viele Ingolstädter Auto fahren und wie viele Ingolstädter mit dem ÖPNV fahren. Dieser sogenannte Model Split, also diese aufgesplitteten Anteile an verschiedenen Verkehrsträgern, die sollen wir messen und wir sollen uns ein Ziel setzen, wie wir den Fahrradverkehr anteilig hier in den nächsten Jahren weiterentwickeln wollen. Das werden wir prüfen und ich hoffe, dass wir deswegen auch im November die Zertifizierung Fahrradfreundliche Kommune Ingolstadt bekommen werden.